Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und verschiedene für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden und Erweiterungsfeatures und dann Drachenrennen. Und hier haben wir das Achievement Östliche Königreiche auf der Schwierigkeitsstufe fortgeschritten. Und da wollen wir uns jetzt alle quasi von den Drachenrennen anschauen, in fortgeschritten. Das sind einige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also 14 Stück insgesamt. Und das Ganze können wir erledigen während des Ereignisses Pokal der östlichen Königreiche. Das geht jetzt hier bis, ja, 2 Wochen in etwa. Und so wie das aussieht, kommt es dann irgendwann später wieder. Heißt, wenn ihr das Event verpasst habt, dann könnt ihr es in ein paar Monaten, ein paar Jahre nochmal machen. Da gibt es anscheinend dann erneute Termine, aber ihr solltet es am besten jetzt hier quasi einmal abschließen, sonst müsst ihr halt relativ lang warten, bis das Event wieder am Start ist. Juti, ich habe mir auch die Quest in Waldracken mitgenommen. Da gibt es dann nochmal ein paar extra Marken. Man kann sich nämlich für die Marken, die wir jetzt hier bei den Rennen erspielt, dementsprechend ein paar von diesen, Manuskripten holen, um das Aussehen der Drachen zu verändern. Also die solltet ihr vielleicht mitnehmen, kriegt ihr nochmal 10 extra Punkte. Diese Quest gibt es in Waldracken und zwar gibt es erstmal hier eine Breadcrumb-Quest, falls ihr Quests sammelt und dann müsst ihr zu diesem Podium hier rüber flattern, wo ihr eure Drachen ändern könnt und da gibt es dann die Quest. Da müsst ihr dann ein paar Drachenrennen absolvieren und dann gibt es halt diese extra Münzen dazu. Müsst ihr nicht unbedingt machen, aber wenn ihr die eh fliegt, macht das schon Sinn. Gut, wir fangen jetzt mal ganz unten in den östlichen Königreichen an. Ich bin hier, wie ihr sehen könnt, einmal im Schlingendorntal. Da haben wir das erste Rennen und zwar hier unten auf den Koordinaten 40, 78. Und hier würde ich sagen, starten wir gleich mit einem fortgeschrittenen Rennen rein. Das normale habe ich schon gespielt, aber ich mache nur zu den Fortgeschrittenen und zu den Rückwärtsrennen jeweils ein Video. Normal ist ja im Endeffekt bei Fortgeschritten mit drin, da ist es ja dann nochmal ein bisschen schwieriger. Gut, dann würde ich sagen, starten wir durch. Erster Versuch. Try Nummer 12. Also zu steil da ist hier auch nicht runter, weil da ist direkt so ein kleiner Brocken, ne? Der einen dann ein bisschen quasi abfängt. Schauen wir mal, dass ich hier vielleicht am Anfang ein, zwei Mal Delfin mache. Und dann vielleicht hinten raus ein bisschen was sparen kann. Jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Hier bredeln wir jetzt erstmal durch. So, okay, das war, glaube ich, bis jetzt ganz gut. Da unten durch. Dann hier nochmal reinspeeden. Da nochmal. Ja gut, wenn ich halt da Delfin drücke, dann verpasse ich halt eine Orb, ne? Das ist halt die Frage, ob sich das halt rentiert. Okay, jetzt haben wir Gold geschafft. Sogar 1,5 drunter. Also das war jetzt nicht schlecht, aber die Strecke, ich bin wirklich oft hängen geblieben an den Bäumchen. Naja gut, aber wir haben sie ja zum Glück jetzt geschafft. Gut, dann schauen wir weiter zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt hier oben bei den Koordinaten 70, 72 und zwar im oberen Teil des Schlingendorntals, ne? Also hier im oberen Teil, im nördlichen, da haben wir das Ding. Dann würde ich sagen, schauen wir mal das fortgeschrittene Rennen an. So, dann Try Nummer 3. Schauen wir mal, also einmal nach unten, dann nochmal. Hier rein, dann können wir hier nach oben. Dann schleudern wir uns nach vorne. Hier auch nochmal. Und dann geht es hier wieder runter. Hier dann steil nach unten. Dann können wir nochmal ein bisschen reinspeeden. Und hier müssen wir jetzt uns relativ weit unten im Wasserfall halten. Ich bin vorhin an der Brücke hängen geblieben. Das ist dann eher ein bisschen suboptimal. Komm, hier können wir vielleicht nochmal einen Delfinflug mal einlegen. Steil um die Kurve rum. Bisschen Speed geben, nochmal Speed rein, dann schauen, dass wir die Bäume nicht mitnehmen. Hier hinten rum, nochmal ein bisschen Speed rein, vielleicht mal noch ein bisschen hoch und einmal ins Ziel schießen und mal gucken, ob es gereicht hat. Naja, eine Sekunde drunter, war nicht gut, aber okay. So, dann schauen wir noch die anderen Rennen an. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier oben auf den Koordinaten 62, 26 in den verwüsteten Landen. Ich zeig's mal, also hier verwüstete Lande, ne? Und da würde ich sagen, machen wir jetzt als allererstes mal den fortgeschrittenen Modus.
So, Dalla, Try Nummer 5. Eben war ich schon ziemlich nah dran. 0,017 hat mir gefehlt, also quasi gar nichts. Und das müssen wir jetzt ein bisschen noch kompensieren. Die tausendstel Sekunde oder hundertstel Sekunde müsste das sein. Schauen wir mal, was wir da noch machen können. Eventuell muss ich vielleicht nur den ein oder anderen Delfinflug irgendwo zwischendrin einstreuen. Zumindest bin ich nirgends hängen geblieben, ne? Also zumindest hier im Flug nicht. So, jetzt gucken wir mal. Da vielleicht durch, ohne hängen zu bleiben. Hier auch. Okay, das waren jetzt schon mal die zwei Stellen, die eher ein bisschen kacke sind. Eventuell hier noch ein bisschen reinspeeden. Man hat eigentlich ganz gut Elan-Nachschub hier. Also da kann ich eigentlich nichts sagen. Ja, diesmal hat es gereicht. Hui, aber nicht mal eine Sekunde drunter, aber es hat gepasst. Gut, dann weiter zum nächsten. Als nächstes sind wir im Rotkammgebirge und zwar einmal hier, ne? Und dann auf den Koordinaten 40, 24. Und dann machen wir jetzt nochmal das Fortgeschrittene. Sudela, Try Nummer 1. Also es geht erst nach unten. Okay, irgendwie wollte der Drache schon mal nicht losfliegen. Manchmal hat man so einen Bug. Jetzt hoffen wir mal, dass der Timer nicht ganz so hart ist und dass ich quasi da auch so hinkomme. Wir werden es sehen. Ich war jetzt, glaube ich, beim Normalmodus irgendwie knappe 10 Sekunden drunter. Mal gucken, wie schwierig jetzt der Timer im HC-Modus ist. Manchmal sind die ja relativ easy, dann ist das auch nicht so schlimm, wenn du am Anfang kurz hängen bleibst. Ich fliege jetzt mal ganz normal ohne Delfin oder warte mal, hier könnte ich mal ein bisschen rein Delfin. Da macht es, denke ich, mal nichts. Da habe ich natürlich nicht mehr sonderlich viele LAN. Hier ist noch ein bisschen was. Ah, da bin ich jetzt am Ende schon ein bisschen slow geworden, ne? Und, hat's gereicht? Ja, seht ihr, fast 3 Sekunden drunter, obwohl wir jetzt nicht optimal geflogen sind und am Anfang hängen geblieben sind. Also das ist ein relativ einfaches Rennen. Als nächstes sind wir im Wald von Elwin und dort sind wir jetzt auf den Koordinaten 64, 48. Ich würde sagen, wir starten mal das fortgeschrittene Rennen. Try Nummer 3. Ich bin eben wirklich kurz vorm Loch hängen geblieben. Also wirklich zwischen dem vorletzten und letzten Ring habe ich nur noch Blattwerk gesehen und bin da voll irgendwo hängen geblieben. Das ist halt hier Wald von Elwin, ne? Viel Wald, wo du dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. Also Delfinflug lassen wir hier auf jeden Fall sein, das kannst du halt leider knicken, ne? Weil man blöderweise sofort oben an dem Baum hängen bleiben würde. Außer man schafft es wirklich extrem schnell hoch, gleich wieder runter, aber ich glaube, da ist quasi die Gefahr, dass du hängen bleibst, zu groß. Dass sich das wahrscheinlich nicht lohnen dürfte. Wenn ich jetzt mal ordentlich hier durchgespeedet kriege das Ganze, ohne dass ich es am Ende verkacke, dann müsste es eigentlich easy reichen. Vor allem hier am Ende gibt es halt richtig viel Elan nochmal. Also hier kannst du eigentlich die ganze Zeit durchpowern. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier nicht nochmal hängen bleiben. Jetzt bin ich extra ein bisschen weiter hier rum, weil ich bin irgendwo hier an dem Baum vorher hängen geblieben. Also wirklich kurz vorm Loch. Das hat jetzt gut gepasst. 2 Sekunden drunter, passt. Dann können wir weiter. So, als nächstes sind wir dann im Ödland. Und zwar hier auf den Koordinaten 67, 37. Und dort machen wir jetzt als erstes wieder den fortgeschrittenen Modus. Sudala, Try Nummer 1. Jetzt gucken wir mal. Einmal nach oben, dann gleich hier runter. Hier haben wir zum Glück wenig Bäumchen. Dann machen wir hier einmal ein bisschen rein, Delfinen. Hier können wir runter. Spannen wir mal ein bisschen Elan ein. Okay, einmal ganz nach unten. Dann hier wieder ein bisschen Delfin rein. Ah, okay, da wurden wir jetzt gerade getroffen, das war nix. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. Die kommen halt blöderweise genau da aus dem Boden raus. Das ist natürlich blöd. So, da können wir wieder ein bisschen nach oben. Hier auch. Also das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr reichen, weil ich einmal schon getroffen worden bin. Das hat mich natürlich gut weggeslowt.
fast ein zweites Mal getroffen, aber wir fliegen jetzt mal zu Ende. Manchmal sind die Kurse ja auch von der Zeit relativ forgiving, ne? Und vielleicht reicht es ja trotzdem. Schauen wir mal. Ich habe auch noch zu viel Elan über. Okay, das war ein Witz. Also ich hatte zwei Elan über, habe mich einmal treffen lassen und es hat trotzdem gereicht. Okay, easy. Also die Strecke ist wirklich einfach. Als nächstes sind wir dann in der sengenden Schlucht. Und zwar hier auf den Koordinaten 73, 42. Und hier fliegen wir jetzt das fortgeschrittene Rennen. So, Dulle, schauen wir mal, ob wir das gleich im ersten Try schaffen. Natürlich, ich bin hier gerade blöderweise im War-Mode. Jetzt hat mich einer wegdesorientiert. Mal gucken, ob das trotzdem was wird. Leider buggt es bei mir. Ich komme irgendwie nicht aus dem War-Mode vernünftig raus, ne? Also ich habe den War-Mode nicht an, aber bin anscheinend PvP gefleckt und es resettet sich halt nicht, ne? Eigentlich soll es noch 5 Minuten auslaufen. Tut's aber irgendwie nicht. Keine Ahnung, was da schon wieder rumspinnt. Aber da lassen wir uns jetzt unterkriegen. Vielleicht ist die Strecke ja auch vom Timer wieder relativ großzügig. Und dann gucken wir einfach mal. So, hier unten müssen wir gucken, weil das ist dann ein bisschen tricky tatsächlich. Ah, ich habe nicht so viel Elan, ne? Shit. Ah, okay, da nochmal Delfin war nicht gut. Und hat es gereicht? Oh ja, um eine halbe Sekunde hat es gepasst. Wunderbar. War doch relativ easy, auch wo wir am Anfang hier bis kurz weg desorientiert sind. Passt. Und gut, dann können wir weiter. Als nächstes sind wir in Dudenmorok unterwegs. Und zwar hier oben auf den Koordinaten 73, 34. Und dort starten wir jetzt mit dem fortgeschrittenen Modus. Try Nummer 8. Ich muss es gerade noch ein bisschen min-maxen hier. Ich versuche gerade ein bisschen Delfinflug einzubauen, weil ich aktuell noch nicht schnell genug bin. Also zum Beispiel hier einmal. Dann speeden wir nach unten. Dann hauen wir hier einen Delfinflug rein. Und da hinten auch nochmal. Und hier auch nochmal. Sind da die ganze Zeit an Gilden erfolgen. Ich glaube, da ist irgendwas buggy. Mich hat es gerade ein bisschen erwischt, aber ist egal. Ich habe genug Elan über, dass ich hier ordentlich gleich nochmal reinspeeden kann. Komm, jetzt bredel ich hier einfach so durch. Ja, das hat gereicht. Uff. Ah, 3 Sekunden drunter. Also es macht halt echt einiges aus, ne? Lasst man lieber die ein oder andere Orb liegen und haut nochmal den Delfinflug rein. Also Kamera nach oben, das Hochfliegen drücken und direkt wieder nach unten. Da kriegt man echt mehr Speed. Als nächstes sind wir im Loch Modan. Und zwar hier auf den Koordinaten 46, 13. Und jetzt wollen wir auch das fortgeschrittene Rennen fliegen. Sudola, Try Numero Uno. Jetzt gucken wir mal. Also hier sind jetzt keine ätzenden Bäume oder irgendwas. Ich speede jetzt am Anfang zweimal rein. Dann hier nochmal. Dann mache ich jetzt mal einen Delfin-Manöver. Und hier nochmal eins. Da auch nochmal eins. Durch die Bäumchen durch. Oh, Kacke. Ich war voll erwischen lassen. Komm, wir ziehen es jetzt trotzdem durch. Hier nochmal Delfin. Da nochmal Delfin. Ich habe eine grüne Orb auch noch liegen lassen. Also es ist zweimal schon verkackt. Ja, gut, hier geht steil runter. Dann laden wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Elan auf. Oh, ich werde richtig slow. Komm, jetzt Delfin wir nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Hier kann man halt mal ordentlich rein Delfin, ne? Weil du keine Bäume oben hast oder irgendwas anderes. Sollte sich halt bloß nicht treffen lassen von den Feuerorbs. Aber vielleicht reicht es ja trotzdem noch. Schauen wir einfach mal. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen Elan über. Ja, sollte reichen. Also die Strecke ist geschenkt. Voll treffen lassen und trotzdem um fast ja, über 4 Sekunden drunter, ne? Easy. Dann sind wir in der nächsten Zone und zwar im Schattenhochland sind wir jetzt. Und da sind wir bei der Instanz einmal oder Raid-Instanz Bastion des Zwielichts auf den Koordinaten 33, 77. Das ist hier ganz weit oben, ne, also bei dem Instanzportal. Und dann machen wir jetzt als erstes mal die fortgeschrittene Strecke. Gut, Try Numero Uno. Schauen wir mal, ich speed jetzt hier am Anfang ein bisschen rein. Ich glaube,
Dings macht wenig Sinn, ne? Einen Delfinflug, weil es hier eigentlich immer nur abwärts geht. Aber irgendwie baue ich hier gar keinen Speed auf, ne? Jetzt schauen wir mal. Vielleicht machen wir es hier mal einmal. Und hier einmal. Und da können wir es nochmal reinhauen. Jetzt habe ich jetzt so gut wie keinen Elan mehr. Hier vielleicht noch. Da können wir es auch nochmal reinhauen. Shit, jetzt wäre ich zu slow. Gut, hier machen wir nochmal einen Delfinflug. Da auch. Hier nochmal. Und hier auch noch. Dann da können wir es... Oh, das war keine gute Entscheidung. Oh gut, das war mehr Glück als Verstand eben. Muss ich ehrlich sagen, dass ich das Ding noch gekriegt habe. Viel zu viele LAN über. Aber, ja, okay, die Strecke ist ziemlich einfach. Mit einem Haufen Elan über waren wir richtig gut in der Zeit. Gut, dann weiter. Dann sind wir am zweiten Spot hier im Schattenhochland. Und zwar ist der ganz auf der anderen Seite auf den Koordinaten 72, 27. Und dort starten wir jetzt auch wieder mit einem fortgeschrittenen Rennen rein. Gut, Try Nummer 3 sind wir. Den ersten haben wir jetzt ein bisschen verkackt tatsächlich und den zweiten auch. Aber alle guten Dinge sind bekanntlich 3. So, hier können wir an der Seite vorbei. Dann geht steil nach unten. Nochmal Speed rein. Und hoch und nochmal hoch. Speed nach vorne. Dann machen wir hier ein bisschen Delfin-Action. Und hier auch nochmal. Dann Speed nach vorne. Hier einmal durch. Können wir nochmal einmal rein Delfinen. Hier auch. Nach unten und diesmal bleiben wir nicht hängen. Hohohoho, da sind halt so viele Kleinteile, wo du hängen bleiben kannst, ne? Musst du echt gucken. Vorhin bin ich an der Stange und an dem Brett hängen geblieben. Aber da kommen noch ein paar tricky Parts, deswegen Konzentration aufrechterhalten. Geht's hier unten nochmal durch. Hier hoch. Dadurch und Speed rein und das hat gereicht, ne? Ja, fast 3 Sekunden, passt. Gut, und weiter. Für den nächsten Kurs müssen wir dann einmal in die östlichen Pestländer, und zwar auf die Koordinaten 34, 37. Und dort machen wir den nächsten fortgeschrittenen Kurs. Try Nummer 12, also Speed nach vorne, dann Delfin-Modus und nochmal. Und Speed nach vorne. Nochmal Speed nach vorne, scharfe Kurve, Speed nach vorne, dann machen wir hier den Delfin-Modus, Speed nach vorne, hier rum und jetzt ein paar Mal Speed nach vorne durchbredeln, dann können wir hier den Delfin-Modus anstimmen, hier nochmal, dann nochmal, jetzt können wir eigentlich Speed nach vorne durchbredeln, hier auch noch. Da machen wir nochmal einmal Delfin-Modus. Und jetzt muss ich gucken, dass ich unten durchkomme. Speed nach vorne. Dann Delfin wir rein. Hier geht steil nach unten. Nochmal Speed. Delfin-Modus und Silber und Gold. Aber es war knapp, oder? Ja, puh, da habe ich jetzt ein bisschen üben müssen, bis ich das hatte. Aber passt. Der Anfang ist halt wichtig, ne? Dass man den rauskriegt. Als nächstes sind wir in Galineas unterwegs und zwar auf der Mauer hier oben auf den Koordinaten 58, 11 und da können wir einmal loslegen im fortgeschrittenen Modus. So, dann Try Nummer 1. Muss ich mal gucken, wie es mit Melan hier aussieht. Jetzt speeden wir erstmal zweimal rein. Jetzt geht es ein bisschen nach unten. Komm, wir machen hier gleich schon mal Delfinflug. Da bringen wir ein bisschen Geschwindigkeit rein. Hier nochmal. Ich meine, die Orb habe ich gerade ziemlich verkackt. Nochmal ein Delfinflug. Oh, hier auch nochmal. Geht's nach unten. Jetzt nehmen wir die Orb noch mit. Dann Delfinen wir hier nochmal rein. Ah, hier werde ich ein bisschen slow. Machen wir es hier nochmal. Und hier nochmal. Nehmen wir das Ding mit. Und hier nochmal. Und da. Oh, shit. Okay, das ging jetzt irgendwie besser als gedacht. Ich dachte, das habe ich ganz verkackt. Das bieten wir hier nach vorne. Durch die Häuser durch. Einmal unten, komm, hier können... Ah, okay, nee, Delfin ging gerade nicht, hatte noch Cooldown. Nochmal Speed nach vorne. Hier können wir es nochmal probieren. Und da nochmal. Und hier nochmal.
Und da auch nochmal. Hoch. Oh shit. Nein, ich wusste, dass ich zu schnell war. Zu schnell hoch. Ja gut, das war's jetzt. Wir fliegen es jetzt kurz zu Ende, aber das ist jetzt halt auf jeden Fall RIP, ne? Diese Riesenkurve wird es mir nicht verzeihen. Tatsächlich. Ich hab's sogar, das hat bestimmt ein oder zwei Sekunden gekostet, Minimum, ne, dass ich da jetzt aus dem Rumpf geflogen bin. Okay, gut, dass wir es zu Ende gemacht haben. Dann geht's weiter. Dann sind wir am letzten Spot angekommen. Und zwar hatte ich anscheinend von meinem Weg von unten nach oben eine Zone vergessen. Und zwar sind wir jetzt in Karas oder über Karasan. Und das ist einmal hier im Gebiet Gebirge des Totenwinds. Nee, Totenwinds, ja, genau so. Und da sind wir auf dem Koordinaten 45, 72. Und dort starten wir jetzt einmal den fortgeschrittenen Modus. So, Dalla, Try Nummer 2. Eben bin ich an einer fiesen kleinen Spitze hängen geblieben, die hinter einer Bergkuppe versteckt war. Ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, ehrlich gesagt. Jetzt schauen wir mal, dass wir das mal ein bisschen besser noch fliegen. Elanmanagement ist hier, denke ich mal, auch relativ wichtig. Ich versuche mal ein paar Mal einen Delfinflug durchzukriegen. Ist aber hier halt schwierig, ne? Weil immer wieder so Felsformationen über einem sind. Dann ist es nicht ganz so einfach. Ein bisschen rein zu Delfinen. Ja, da kann ich es eigentlich auch nicht machen. Hier vielleicht. Oh, aber gerade so. Hier können wir es nach oben durchballern. Hier denke ich mal auch. Hier einmal durch. Jetzt habe ich aber richtig viele LAN über. So, hier bin ich jetzt vorhin gerade hängen geblieben. Da müssen wir ein bisschen weiter oben. Okay, ich habe maximal Elan. Eigentlich kann ich jetzt nur durchbredeln. Ich habe viel zu viele Elan. Keine Ahnung, ob das reicht. Ja, hat gereicht. Okay. Also das hätte man noch deutlich schneller fliegen können, wenn man den Elan noch besser rausgehauen hätte. Aber hat funktioniert. Und damit haben wir quasi alle fortgeschrittene Schwierigkeitsmodi fertig. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ins andere Video reinschauen, was ich parallel am Aufnehmen bin. Da gucke ich auch noch die ganzen umgekehrten Dinger. Gut, für die Aufnahme soll es das gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tüller, bis zum nächsten Mal. Ciao.